Hey Leute, ich bin's mal wieder, der Sah. Und heute rezensiere ich nochmals Pufuletti. Denn es hat sich eine Kleinigkeit geändert. Die Pufulettis gibt es nämlich jetzt im Aldi. Ich war vor kurzem wieder im Aldi und vor der Tür lag dann auf dem Boden ein so ein Pufuletti. Ne? Da dachte ich so. Ich kenne doch die Teile, die habe ich doch schon rezensiert. Und dann bin ich durch den Aldi geschlendert und tatsächlich gibt es jetzt im Aldi bei den Knabbersachen Pufuletti. Und natürlich muss ich die mal rezensieren. Vielleicht sind die ja besser als die polnischen und die rumänischen. Die waren nämlich beide nicht so besonders lecker, muss ich leider sagen. Die einen waren zu trocken und die anderen hatten so einen komischen Schweineschmalzgeschmack. Naja, machen wir das mal auf hier. So sehen die aus. Und es riecht schon sehr maisartig hier. Die Konsistenz ist geil. Die Konsistenz ist ganz anders als von den rumänischen und den polnischen. Mein erster Eindruck ist Popcorn-Geschmack. Schmeckt halt nach Mais. Und ich finde, hier ist getroffen worden der richtige Fettanteil. Nicht so fettig, dass überall das Fett schon rumtropft. Und an der Tüte zu finden ist hier, an der Folie. Es hat den richtigen Biss, das richtige Mundgefühl. Ich muss sagen, das Gefühl beim Draufbeißen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vielleicht finden es auch manche Leute geil. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, ja. Die sind auf jeden Fall mal viel besser als diese zwei, die ich probiert habe. Heißt aber jetzt nicht, dass alle polnischen und alle rumänischen Pufuletti schlecht sind. Heißt einfach nur, dass es zwei schlechte Marken sind, in meinen Augen. Kann auch sein, dass es anderen Leuten gut schmeckt. Die Marke mit den zwei Mäusen, die habe ich erst heute wieder im Real gesehen, zufälligerweise. Ja, die sind eindeutig besser. Diese hier könnte ich empfehlen. Die kann man mal kaufen. Ist nicht schlecht. Schmeckt wie Käseflips ohne Käse. Und die einzelnen Teile sind halt ein bisschen größer als Flips. Also wenn ihr auf weniger geschmacksintensive Sachen steht, dann könnt ihr euch das schmecken. Wenn ihr zum Beispiel gerne Pombeeren Classic esst, das ist das gleiche, nur mit Kartoffel und ein bisschen knuspriger. Und hier habt ihr halt eher einen weichen Snack mit Maisgeschmack, der salzig ist. Süß ist es überhaupt nicht. Die Zutaten sind Maisgrieß, Palmöl und Salz. Hergestellt in Rumänien, steht hier. In Rumänien durch Phoenixi SRL. Also die Rumänen haben immer noch das Zepter in der Hand anscheinend, was Pufuletti betrifft. Ja, also wenn die immer so wären, dann hätte ich nicht so eine schlechte Erfahrung gemacht letztes Mal. Ich glaube, die einen hatten ja irgendwie 40% Fett und die anderen fast gar kein Fett. Da war ein Riesenunterschied und das hier hat jetzt die Mitte getroffen. Die hier sind gut. Gibt es im Aldi Süd. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert mich, wenn ihr weitere Reviews von komischen Lebensmitteln sehen wollt. Dann kann ich nur noch sagen, ciao Leute.